Okay, hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Eine magische Workbench. Sie sieht groß aus. Ziemlich groß. Oder ist es nur eine optische Täuschung? Ja, so ähnlich. Ist mir nur so gerade aufgefallen, wenn man hier sich so direkt davor stellt, ja, könnte man sich das so denken, dass die Workbench eigentlich voll riesig ist, aber halt ein bisschen weit entfernt ist. Irgendwie? Irgendwie schon. Aber sie ist ja nur vor allem direkt hier in der Luft. Eigentlich voll die optische Täuschung, ja. Egal. Wir sind hier gerade im Regen. Und jetzt wieder in der Trockenheit und so. Denn ich wollte ein paar Klötzchen besorgen. Ein paar Sandklötzchen. Und die bekommt man am besten aus einer Wüste. Ich habe mir meine Efficiency-1-Schaufel verzaubert. Und jetzt werde ich noch ein bisschen Sand farmen. Ihr habt es schon im Inventar gesehen. Habe ich schon ein bisschen was vorgefarmt. Denn das brauchen wir zur Monsterfalle. Die Monsterfalle habe ich zum großen Teil, zum wichtigen Teil schon soweit fertig. Ich werde euch natürlich dann noch zeigen, wie sie funktionieren wird. Und so weiter und so weiter. Da gehen wir auch gleich wieder hin. Ich will jetzt hier auch hier nicht so lange verbleiben. Jetzt noch schnell diese Schaufel kaputt machen. Und dann geht es aber auch los und flott und weg und so. Und ja, so sieht es aus. Die Efficiency 1 Schaufel, die sollte auch schnell weggehen. Also das dauert ja auch nicht lange, bis sie kaputt geht. Weil sie ja so schnell arbeitet und so. Ja, also der Unterschied zu einer normalen Schaufel ist jetzt nicht riesig, aber ein bisschen also auf die Dauer merkt man das eigentlich schon, dass das so ein bisschen schneller geht. Ich habe jetzt gerade auch mit der anderen Schaufel noch gefarmt, deswegen fällt mir das auch so auf. So, aber jetzt gleich haben wir sie weg. Ich kann hier nochmal so ein bisschen so. Und dann könnte ich ja hier noch so symmetriehalber das auch noch ein wenig entfernen, damit es vielleicht schön aussieht, auf allen Seiten gleich und so. Ja, das optische Auge. Das Auge mag es halt, wenn es optisch schön aussieht. Oder so. So, und jetzt hier nochmal ein Stückchen. Einmal gleichmäßig hier abtragen, damit das bloß nicht irgendwie auffällt. Ja, das ist nicht so, dass wir das immer noch so auf die Endermänner schieben können. Nein, ich bin an nichts schuld. Das haben die Endermänner alles weggetragen. Wobei ja bei meinen Mods, die ich installiert habe, ist das ja so eingestellt, dass die Endermänner nichts mitnehmen können. Ja, ich habe die nämlich den Klau-Modus ausgeschalten. So, jetzt geht's aber okay. Ja, das geht, habe ich glaube ich bei Optifine gemacht. Ich weiß es nicht. Könnte sein, ja, ich glaube, bei Optifine kann man das ausstellen. Ich denke schon. Moment mal. Hä? Will ich doch gar nicht. Ich dachte, ich wäre voll. Das ist ja Betrug. Großer Betrug. Gut, den Sand brauchen wir größtenteils natürlich für Glas, wie man sich das vielleicht schon denkt. Aber zum anderen Teil möchte ich nämlich noch was anderes machen. Und zwar haben wir da in einer Kiste überreichlich viel von einem bestimmten Stoff. Ja, im Grunde schon. Und den müssen wir jetzt verarbeiten. So, wir werden uns erstmal in diese Richtung aufmachen. Oh, ich habe noch Enderperlen. Wie geil. Ja, Leute, das kommt davon, wenn man ab und zu mal ein paar Endermänner tötet. Wir werden mal. Haben wir schon mal eine Enderperle? Ich weiß nur, dass wir aus Versehen mal durch eine Enderperle gestorben sind, weil ich die im Kampf aus Versehen befördert habe und deswegen Schaden genommen habe. Der Himmel sieht übrigens voll komisch aus wegen dem Regen. Deswegen sind ja auch keine Wolken. Aber der Sonnenuntergang. Das ist der Sonnenuntergang, ja. Der Tag neigt sich zu Ende und wir werden mal langsam nach Hause gehen. Und ich würde mal so hier machen, unsere Map in die Hand nehmen. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Oh, jetzt sind wir aus dem nicht sichtbaren Bereich dann von da nach da. Das ist jetzt nicht so 45 Grad, sind das hier ungefähr. Ja, ist jetzt nicht gigantisch, muss man sagen, aber gut. Ist egal, wir laufen den Rest. Ich will jetzt auch nicht alle Enderperlen verschwenden, obwohl ich das könnte, aber ist jetzt egal, wir haben noch keine. Ich laufe in die falsche Richtung. So, da lang, genau, okay. Ja, sieht ein bisschen komisch aus mit der Map, aber ist jetzt auch egal. Und ja, den Sand werden wir gleich bei unserem Lagerraum einnisten. Jetzt verpisst euch bitte. Nein, ihr lasst mich in Ruhe. Nein, halt, stopp. Ich will das nicht. Okay, Enderperle. Für so welche Wassersachen ist das eigentlich ganz gut, weil man dann halt weiter teleportiert wird. Ja, über den See erstmal drüber, das ist eigentlich ganz gut. Und ja, es macht halt nur ein bisschen Schaden, aber ja, man kann sich auch beschweren. Übrigens, da ist ein Lavasee rechts, deswegen hätten wir da aufpassen müssen. Wenn wir da drin gelandet, ach da, genau, wenn wir da drin gelandet wären, dann wäre es eine feurige Angelegenheit gewesen. Ha, das war ein geiler Wortwitz, ich weiß. Es tut mir auch leid, oh, man sieht es schon, oh, es baut sich auf. Moment, Moment, Moment. Ein besserer Ausblick. Ja, also, ich sag gleich dazu, wir warten erstmal, bis sich da ein wenig das hier aufbaut. Und danach werde ich mehr darüber erzählen. So. 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 So, einsammeln. Und da sind noch ein paar Monster. Nein. Nein. Nicht so viele Skelette. Ich mag euch doch gar nicht. So.
Und nochmal. Naja, komm. So. Gut. Jetzt haben wir auch ein paar mehr Erfahrungspunkte. Die werden wir auch gleich gebrauchen können. So. Gut, ich bin beim Kampf immer ein bisschen konzentrierter. Deswegen labere ich dann nicht mal so viel. Denn ich will ja zum Beispiel auch mich verbessern im Kampf. Im Kämpfen. Deswegen sind man halt so für solche Sachen wie The Wall Survival, was ich ja leider nicht auf... Also ich habe es aufgenommen, aber es hat dann leider... Ich konnte es leider nicht hochladen. Und bei Survival Games und sowas, dass man dann besser gewappnet ist und macht dann einfach mehr Spaß, wenn man dann halt so richtig kämpfen kann und so, wenn man, ja, überlegen ist, ja. So, da ist die Falle, ich habe aber gerade irgendwo ein Skelett gesehen. Da. Okay, das wird jetzt gerade nichts. So sieht das bis jetzt erstmal aus. Sehr hässlicher Klotz. Ich lasse das mal auf euch wirken. Jetzt gehen wir nach Hause. Jetzt rede ich darüber, über diesen Klotz. Ich habe den jetzt fertiggestellt. Das ist im Grunde die Monsterfalle. Viel größer wird sie nicht. Muss sie auch jetzt nicht unbedingt. Ich hätte vielleicht noch eine Etage draufpacken. Muss mal schauen, wie ich das so will. Und ja, ansonsten ist es halt ein sehr einfaches Design. Einfaches Monsterfallen in... jetzt hat mich gerade ein Skelett abgeschossen. Hoch. Sehr schön. Ja, Monster fallen in Wasserkanäle, werden weitergeleitet, fallen runter, 22 Blöcke, dann können wir sie mit einem Schlag töten. Batsch, wir sind fertig. Ja, so einfach ist es. Und so einfach kann es auch sein. Hier. Ah, das ist nicht alles gebrannt, weil ich ja nicht im Chunk war. Richtig. Gut, egal. Ich habe hier noch ein bisschen Sand, aber ich muss den gleich noch verarbeiten. Ja, ja, ich bin nämlich so ein Verarbeitungskünstler. Ah, toll. Geiles Wort. So, erstmal das hier. Jetzt müssen wir mal ganz kurz zählen. Wir brauchen nämlich 4 Stacks, glaube ich. Und dann brauchen wir dies hier. Ja, deswegen habe ich das nämlich die ganze Zeit gesammelt. Dann können wir uns nämlich was ganz Besonderes machen. Dann machen wir nämlich so, 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 so und so. Und dann haben wir noch 4 Stacks an Sand. Und dann können wir uns nämlich genau einen Stack TNT craften. Ey, das ist so geil, ja. Man hätte es ja auch einfach nacheinander machen können, aber ich musste ja unbedingt einen Stack craften. Jetzt haben wir 1 Stack und 7 an TNT. Voll geil. Jetzt ist auch die Kiste ein bisschen leerer. Das Fleisch können wir irgendwie... Müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Die Knochen kommen weg. So, ich werde mal ein bisschen Eisen mitnehmen. Ach, das ist zu viel. So, 3. Ich will nämlich auch ein bisschen Eisen mal dabei haben. Ich habe... Also irgendwie mangelt es mir mal an Eisen, weil ich so für Werkzeuge das mal verbrauche. Ich meine, ich bin wieder am letzten Mal, da kann ich wieder die wertvollen Tools verwenden. Auch einen Bogen bekommen, den kann ich mal hier. Den habe ich ja, hab die ganzen Bögen hier reingepackt. Ach, fick dich. So. Okay, gut. Das wäre es dann erstmal. Wir brauchen hier noch natürlich das Glas. Das habe ich hier nicht umsonst reingepackt. Das kann man sich eigentlich schon denken. Denn das werden wir jetzt beim Bauen gebrauchen. Wir werden uns auch gleich schlafen legen. So, im Grunde wäre es das erstmal. Mehr brauche ich erstmal nicht zum Bauen. Und dann zeige ich euch gleich das alles weitere. Ja, also die Monsterfalle ist ein Design, das gefällt mir ganz gut. Das habe ich, ähnlich kann man es nicht nennen. Bei Ethos Lab, das ist ein kanadischer YouTuber, ziemlich groß eigentlich auch. Und bei dem habe ich, der hat eine Monsterfalle gebaut, auch aus Schnee. Und der hat mich so ein bisschen inspiriert, aber meine ganze Ausführung ist eigentlich ganz anders. Deswegen ist es nicht so ähnlich. Also das Innenleben sieht eigentlich ganz anders aus. Und auch wie ich es im Endeffekt mache, ist eigentlich auch voll anders. Deswegen, ja, kann man es eigentlich nicht wirklich sagen, dass es wirklich... Also die Inspiration ist schon da und es wird vielleicht auch erkennbar sein, die den vielleicht schauen, aber egal. So, ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Also, um es mal festzuhalten, das ist ein hässlicher Klotz. Das ist dieser Fahrstuhl, den ich mal fertig gebaut habe. Das ist die Plattform, auf der wir die Monster töten werden. Dieser hässliche Klotz wird noch ausgebessert. Nur, das Problem ist, dass ich dafür brauche ich Eis. Genau, ich möchte das nicht mit Eis machen. Und das kriegen wir erst in 1.3. Und das könnte noch ein bisschen dauern, bis das da alles wird. Und deswegen könnte es noch ein bisschen dauern, bis es ganz vollständig so aussehen wird, wie wir es wollen. Aber erstmal geht es mir um die Funktionalität. Denn, ja, ist einfach so. Zurzeit ist Funktionalität gerade wichtiger. Wir werden es noch schön machen. Ich werde es noch schön machen. Und ja, so hier, so funktioniert der Bootfahrstuhl, ich drücke jetzt mal hier drauf und zack, kann ich hier aussteigen. So, und jetzt möchte ich mal ganz kurz, ja, entspann dich mal. So, jetzt können wir hier hoch und jetzt können wir uns die Monsterfalle anschauen. So sieht sie aus bis jetzt, so sieht der Innenraum aus, da tropft schon. Hier sind die Falllöcher, da darf ich jetzt bloß nicht reinfallen.
Und ja, jetzt haben wir hier diese Spawning Pads. Das ist halt, was ich von Etho übernommen habe. Diese 3x3 Spawning Pads mit diesem Block in der Mitte. Das heißt, hier können überall Zombies, Skelette und Creeper spawnen. Und keine Spinnen und keine Enderman. Enderman nicht wegen der Höhe. Und Spinnen, die brauchen nämlich ein 2x2 Feld, um zu spawnen. Ja, ist hier nirgendwo gewährleistet. Deswegen können sie nicht spawnen. Ich habe mir erst gedacht, dass die Zombies irgendwie so Probleme haben werden, dann zum Beispiel hier so. Aber es ist halt vollkommen egal, die laufen einfach hier runter und dann da rein. Und eigentlich egal, wo man hier reinfällt, man wird immer hier irgendwo hingetrieben zu einem Loch. Und es gibt hier vier Löcher, das sind 4x4 Spawning Pads. Und dann habe ich hier noch die Leiter weiter nach oben. Hier sind nochmal 4x4. Hier muss ich gleich nochmal Wasser hinmachen, wir werden die Leiter auch gleich entfernen. Und dann habe ich hier nochmal die Deckfläche, das obere, gemacht. Denn ich möchte nicht, dass ich hier Endermänner hin teleportieren, deswegen habe ich alles mit Wasser gemacht. Den Rand habe ich einfach mal jetzt so gelassen mit Schnee, damit es auch ein bisschen schön aussieht. Ja, und das ist eigentlich das Allerwichtigste, was hier zu sagen gibt. Ich werde jetzt mal wieder die Axt rausholen. Stein. So, und jetzt werde ich auch mal langsam mich darum kümmern. So, da kommt ein Stein hin und jetzt werden wir hier die Axt schwingen. So. So. Gut, hier müssen wir gleich die Fackeln entfernen und noch einen Wasserblock platzieren. Das werden wir gleich mal machen. Wir werden erstmal hier. So, und jetzt kann man da eigentlich am besten runter, indem man da runterspringt, weil man wird es überleben. Also, ob man es glaubt oder nicht, also wenn man am Ende von da runterspringt. Ah, ich habe das vergessen. Scheiße. Machen wir gleich. So, wir überleben es locker. Okay, und als nächstes. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Wassereimer. Ich habe, glaube ich, noch was vergessen. Ich glaube, wir werden gleich unsere Enderperlen nochmal anwenden. Enderpearl. So, und jetzt. Runter. Zack. Sehr schön. Die Enderpearl schwingen wir mal in diese Richtung. Denn ich muss nochmal was aus dem Lager holen. Das habe ich voll vergessen. Mann, schade. Ha, okay. Gut, denn wir müssen dafür sorgen, dass die Monster keinen Fallschaden nehmen. Und da gibt es ein ganz einfaches Rezept dafür, wie man das am besten regelt. Und ja, ich finde das Design eigentlich voll in Ordnung. Es sieht bis jetzt noch nicht wirklich schön aus, aber das werde ich alles nochmal ausbessern. Ich werde dann so ein ovales Design machen, das kann ich noch mal verraten. Ich werde mit Schnee auf jeden Fall nochmal was so ausbessern oder ja, so kreisförmig beziehungsweise oval, so drumherum. Das ist halt so ein bisschen wie so ein UFO aussieht. Das fand ich, die Idee fand ich eigentlich ganz cool so. Und ja, mit Eis würde ich dann gerne was arbeiten. Ich würde noch ein bisschen Wasser verwenden gerne. Das wird eigentlich auch ganz interessant aussehen. Und ja. Also ich würde jetzt mal hier rüber und jetzt holen wir mal ganz kurz eine bestimmte Sache. Jetzt ohne Ich dachte gerade. Wir brauchen aber nur 8. So, die wollen wir nämlich haben. Wir haben noch genug Stein, ja. So, Wasser muss ich gleich auffüllen. Okay, gut, dann geht's wieder zurück. Ich habe nämlich noch die Lianen gebraucht, aber das war eigentlich der Rest. Ich habe genug Glas mit noch. Ja, das reicht. Ich nehme das andere Glas lieber sicherheitshalber mit. Man weiß ja nie, wie es am Ende aussieht. So, okay. Da noch Glas. Da noch Glas. Da noch Glas. Und da noch Glas. Jetzt müssten wir genau 4 Stacks haben. Richtig schön. Gut, jetzt machen wir uns mal auf. Wieder zurück zu der Falle. Und ja, dann werde ich euch mal was Genaueres dazu erklären. Mein Handy zeigt ja schön 10% Lade... Bildschirm an. Ist eigentlich doof von mir, dass ich es immer ignoriere, weil auch wenn da mal 5% steht, warte, gibt es da 5% oder nur 10%? Ich weiß nicht. Also, ich werde zwar immer vorgewarnt, aber irgendwann spiele ich dann irgendwas und dann geht mein Handy einfach aus. Einfach aus. Weil es dann, weil der Akku dann leer ist und ich achte natürlich nicht drauf und häng's gar nicht an die Ladestation. So schlau bin ich, ey. Obwohl es mehrmals vorgewarnt wird, also eigentlich bräuchte ich wirklich so eine Vorwarnung, so eine richtig nervige, die dann ganz kurz davor nochmal mir sagt, hey, jetzt ist es schon fast zu spät. Ja, für mich ist es sowieso zu spät, weil ich ja noch Wasser brauche. Ich mach's immer sicher jetzt aber so. So, ich will mir hier noch unten Wasser besorgen. Und zwar da drüben. Da wollen wir nochmal ganz kurz Brot essen. Und dann geht's wieder hoch. Brauchen wir denn nur eine Wasserquelle? Ich weiß gerade nicht. Ansonsten machen wir uns da irgendwie eine unendliche Wasserquelle und dann klappt das schon. Ja, wir brauchen 2 Wasserquellen. Mist. Damit. Damn. Gut, dann machen wir erstmal nur hier Wasser hin. Wir können eigentlich schon dafür sorgen, die Fackeln, die machen wir gleich weg. Da kümmere ich mich gleich nochmal drum. Das wird zuletzt gemacht, denn jetzt brauchen wir keine... Oh, ich dachte gerade, ich falle da runter, aber zum Glück nicht. So, Moment, ich brauche mal ganz kurz...
Ah, das ist voll umständlich. Ich muss mir eine unendliche Wasserquelle machen. Und das mache ich am besten. So. Und. So. Nein. Und. So. Jetzt läuft da Wasser runter. Ich bin so doof. Ja, toll. Hab ich super gemacht. Alex, du bist ein richtiges Genie. Glückwunsch an dich, dass du so schlau bist und alles flutest. Ja, überflute doch erstmal alles. Genau. So dachte ich mir das auch. Dann kommt nochmal hier Wasser hin. So. Und jetzt fließt alles wieder hier gleichmäßig schön und so. Hätte ich eigentlich davor machen können, aber ist jetzt egal. So, jetzt können wir hier aber trotzdem runter. Und jetzt wollen wir hier runter. Und jetzt geht alles wieder. So, jetzt sind wir auf dieser Plattform da unten. Ja, Wasser, egal. So sieht das erstmal von unten aus. Hier werden die Monster reinfallen. Ich habe das schon mal angedeutet. Hier sind diese vier Falltoll-Sachen oder so. Ich hätte zum Beispiel aber noch die Teile verbinden können, aber dann platschen die Monster alle gemeinsam da in der Mitte und dann funktioniert das auch nicht wirklich. Also ich musste das jetzt so machen, dass ich vier Teile habe. Das ist ein bisschen. Naja, dann sind nicht alle Monster in einem Schacht und so, und das ist dann einfach bequemer. So, und wir nehmen jetzt das Glas in die Hand. Und werden jetzt einfach mal anfangen. Moment, wie hatte ich das da drüben? Ich hatte es, glaube ich, nur hier. Den ersten Teil nur Glas. So hier. Dann den zweiten Teil auch nur Glas. So, und dann den dritten Teil. Der geht dann so drumherum, oder? Ja, ich glaube schon, dass es richtig ist. So, es sieht auf jeden Fall relativ richtig aus. So hier. Und so. So. Okay, ich weiß zwar nicht, wie ich ganz sicher runterkomme. Ah, ich kann ja auf dieses Teil da springen oder sowas. Irgendwas fällt mir schon ein. Ja, irgendwas muss mir schon einfallen, weil sonst sterbe ich hier oben. Das wäre blöd. Ja, wir bauen jetzt so welche Tunnel für die Monster. Die fallen dann hier rein. Und die werden dann. Alter, hier oben in der. Wenn man hier oben ist, dann lädt er so viel und sowas. Dann ist das nicht so entspannt, ja, beim Aufnehmen. Zumindest, die fallen dann hier runter und wir können sie dann unten mit einem Schlag zerhauen. Nach der Theorie auf jeden Fall. Jetzt der erste Stack an Glas schon weg. Oh, das könnte bitter werden. Das könnte sehr bitter werden. Wir werden es gleich sehen, wie weit wir kommen mit dem einen Stack. Ja, ich glaube, ich muss noch mehr schmelzen. Ich hoffe bloß, ich muss nicht mehr Glas, mehr Sand holen. Das wäre blöd. Das würde mich ärgern. So. Also langsam können wir auch ankommen. Das wäre jetzt nicht das Problem für mich, wenn wir langsam oben wären. Ach du Scheiße. Ich brauche mindestens zwei Stacks pro Teil. Ach du Scheiße. Fast drei Stacks wahrscheinlich. Scheiße, ey. Krass. Eine riesige Glasverschwendung, aber egal. Ich meine, wir haben es ja. Also ich meine, ich muss ja alles sammeln, nicht ihr. So. Gut. Zack. Zack. Und dann sind wir auch bald oben. Und dann haben wir bald das Projekt Monsterfalle erstmal zu einem guten Teil abgeschlossen. So. Und jetzt muss ich nämlich. Ich habe keinen Schnee mit, oder? Eigentlich kein Problem. Das kriegen wir hin. Moment. Hier. Na, rechts. So. Schnee. Genau. Oh, da ist noch eine Leiter. Okay, jetzt können wir hier hoch. Die Boote verschieben sich leider ein bisschen. Ist aber hoffentlich nicht halb. Ach, nicht so wild. So, jetzt können wir doch hier hoch. Das war knapp. Ich hatte gerade, ich rutsche ab, aber egal. So. Gut, jetzt brauchen wir hier noch. Das obere muss aus Schnee gemacht werden. Aus einem bestimmten Grund. So, drumherum. So hier, so hier. Okay, jetzt müssen wir nämlich was machen. Wir müssen uns einen Button craften. So hier. Und die Liane in die Hand nehmen. Und das wird dann nämlich so aussehen. Wir packen hier eine Liane hin. Hier einen Button hin. Die Liane bremst den Fallschaden der Mobs auf die gleiche Geschwindigkeit. Der Button verhindert, dass die Liane weiter wächst. Und dann fallen die alle genau 22 Blöcke runter, hoffentlich. Und dann müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Dann müssten die alle gleich viel Schaden haben. Und das wäre dann eigentlich perfekt. Ich werde vielleicht da noch eine Liane reinhängen. Muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich will nämlich nicht, dass sie nach unten wächst. Das wäre blöd. Na mal schauen, vielleicht reicht das ja. Ich hoffe einfach mal, dass es reicht. Ansonsten muss ich das hier noch eins erweitern. Und dann ist der Fallschaden aber größer. Dann muss ich die ganze untere Plattform verschieben. Ich hoffe einfach, dass diese Liane reicht.
Ja, hoffen ist gut. Vertrauen wäre zwar besser, aber pff, ist ja egal. So, dann packen wir hier noch Schnee drauf. Und dann haben wir hier unsere erste Röhre fertig. Ein mäßiger Erfolg. So, jetzt können die Monster hier runterspringen und sich voll die Knie brechen. Und keine Ahnung, was für Sachen. Können sich auch die Beine einfach nur brechen, wäre auch vielleicht gut. So, und wir stellen uns einfach hier hin und schlagen dann zu und kriegen dann Erfahrungspunkte und Items. Von da oben fallen sie runter. Das werde ich dann mit allen machen. Alter, ich habe die Folge jetzt nicht... Ich überziehe die Folge immer. Ja, so wird es dann aussehen. So werde ich das am Ende machen. Erster Zwischenstand für diese Monsterfalle. Alter, wie viel Glas ich brauche. Alter, das wird so... Die Monsterfalle wird so viel Glas kosten, ey. Ich muss mal die Boote vielleicht zurechtschieben. Geht das? Moment, ich muss mal ausprobieren. Kann ich... Ah, ich kann die jetzt zurechtfahren. Ja. Ach, passt. 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 So, das Boot fahre ich auch zurecht. Ja, das fahre ich ja alles zurecht, also alle Boote. Damit die nicht alle wegrutschen. So, die ist auch schon... Das Boot ist auch schon im schwarzen Bereich. So... Okay, das, wir werden den Fahrstuhl sowieso nicht so oft benutzen, wie ich ihn heute benutzen musste oder den letzten, am letzten Tag, ja. Denn ich musste ja ganz oft hoch und runter, deswegen in Zukunft wird er sich auch nicht so oft verschieben. So, gut, jetzt kommen wir hier wieder runter. Das Boot müsste wieder, nein, ich komme hier nicht Ja, überzogene Folge, ich weiß schon. So, das Boot ist schon zurechtgeschoben, glaube ich, ja, egal. Die restlichen kann ich ja dann später nochmal machen. So, in der nächsten Folge werde ich die Röhren wahrscheinlich fertig haben und dann werden wir das vielleicht alles mal antesten. Dann würde ich erstmal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Minecraft-Folge.